Bargeld, bündelweise. 167.700 Euro, versteckt in einem Peugeot 206. Zwei Männer wollen dieses Geld aus Italien nach Baden-Württemberg schmuggeln. Italienische Polizeibeamte entdecken das Auto. Dass Autos mit Geheimfächern unterwegs sind und Drogen oder Bargeld transportieren, ist sehr häufig der Fall. Wir haben eigentlich kaum mehr Geldwäsche, wie man sie sich klassisch vorstellt, dass jemand ein Restaurant betreibt und dann eben ein paar Pizzen zu viel aufschreibt, sondern es sind meistens kompliziertere Konstrukte. Frankfurt, Hauptstadt des Geldes. Hier treffen wir den Heilbronner Journalisten Sandro Mattioli. Seit Jahren recherchiert er zu mafiösen Geldgeschäften. Die würden in Deutschland florieren. Er sagt, italienische Ermittlungen würden nahelegen, dass sogar hochrangige Bankmitarbeiter der Mafia helfen könnten, ihr Geld zu waschen. Beim Drogenhandel zum Beispiel, der wird ja jetzt nicht über Rechnungen abgewickelt, sondern da wird eben bar bezahlt und dieses Geld muss irgendwo hin. Und da kommen eben Finanzdienstleister und vor allem eben Banken eine wichtige Rolle zu, weil sie natürlich helfen können, dieses Bargeld umzuwandeln. Das funktioniert eigentlich nicht so, dass die erpresst werden mit irgendwas, sondern es funktioniert den Akten zufolge so, dass die Bankleute bezahlt werden. Banken, die bei der Geldwäsche helfen. Die Spitze des Eisbergs, sagt Journalist Mattioli. Doch nicht nur in Frankfurt wird daran gearbeitet, die Spuren krimineller Gewinne zu verwischen. Ortswechsel. Die beschauliche Stadt Schorndorf. Aus diesem Gebäude in der Altstadt wurde eine der größten aufgedeckten Geldwäscheoperationen in ganz Deutschland gesteuert. Uns liegt das Urteil gegen die Beteiligten vor. Keine Mafiosi, sondern eine kleine Gruppe Krimineller. Von Drogengeldern ist die Rede, denen der Anschein der Legalität verliehen werden sollte. Im Zentrum der Handel mit Feingold eines Schorndorfer Juweliers. Es war so ein Ladengeschäft, Das war unauffällig, da hat auch in Schorndorf niemand drüber geredet. Peter Schwarz vom Zeitungsverlag Weiblingen hat den Prozess gegen die Geldwäschebande genau verfolgt. 45 Millionen Euro haben sie gewaschen. Monatelang saß Schwarz in der Verhandlung am Stuttgarter Landgericht. Hat sich in das komplizierte Firmengeflecht eingearbeitet. Das Geschäft lief so. Kuriere sammelten in den Niederlanden Geld aus Drogengeschäften ein, fuhren es nach Schorndorf zum Juwelier. Von dort aus wurde mit dem Geld angeblich Gold in Dubai gekauft und zurück nach Schorndorf gebracht. Das Edelmetall fand anschließend über den Juwelier und Partnerfirmen den Weg zurück ins Ausland. Ein Kreislauf, um die Spuren des Drogengelds zu verwischen. Also die haben tatsächlich manchmal Gold ausgeführt, um das Ganze noch glaubwürdiger zu machen. Nur hat da auch mal dann ein Beamter am Flughafen an so einem Goldbarren gekratzt und dann ist die Goldfarbe abgeblättert und drunter kam billiges Silber zum Vorschein. Nur durch einen Zufall wird ein Schorndorfer Kurier an der deutsch-holländischen Grenze mit 1,5 Millionen Euro Bargeld erwischt. Das Konstrukt fliegt auf. Die Täter erhalten vor Gericht Haftstrafen zwischen 4 und 9,5 Jahren. Roland Probst kennt den Fall gut. Bis zum vergangenen Jahr hat er im Landeskriminalamt die Abteilung Geldwäsche geleitet. Er sagt, Deutschland ist beliebt bei Kriminellen, die Geld waschen wollen. Nicht nur, wenn es um Millionenbeträge geht, sondern auch bei Fällen wie diesem. Da hat eine Person, die jetzt nicht Mordseinkommen hat, ein Fahrzeug, ein Lamborghini, für 290.000 Euro knapp gekauft und 195.000 Euro bar angezahlt. Also eine richtig fette Summe. Und der Händler, der hat, ich sag mal, sich da keinen großen Kopf gemacht, hat das Geld entgegengenommen, das Fahrzeug verkauft. Eigentlich sind Händler verpflichtet, bei Barzahlungen über 10.000 Euro den Ausweis des Käufers zu prüfen. Doch das passiere selten. Hinzu kommt, Händler haben wenig zu befürchten, weil die Behörden sie kaum kontrollieren können. Da ist zu wenig Personal und zu wenig Struktur da, um hier wirklich von einer Bekämpfung sprechen zu können. Das wird genutzt. Und noch hinzu kommt, das Risiko, entdeckt zu werden, ist im Grunde auch sehr gering.